Herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz. Die letzten Wochen wurden ja beherrscht von einem Thema. Die Frage, die uns umtreibt, ist: Sollte ein Rechtsstaat jemanden bestrafen, der ein Gedicht rezitiert? Damit wir alle wissen, worüber wir debattieren, werde ich an dieser Stelle noch einmal aus dem fraglichen Gedicht rezitieren. Entschuldigung. Werden Sie das Gedicht dann auch in einem satirischen Rahmen zitieren? Das könnte man so sehen. Schließlich sind wir hier ja in der Bundespressekonferenz. Ich beginne. Unsere Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Gibt es dazu Fragen? Aber das hat doch Böhmermann gar nicht vorgetragen. Nein, das Gedicht wurde vorgetragen von Erdogan im Jahre 1997. Er wurde dafür wegen religiöser Volksverhetzung von einem türkischen Gericht zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Wollen Sie damit sagen, dass Böhmermann auch ins Gefängnis soll? Warum sollte Böhmermann ins Gefängnis, wenn Erdogan ein Gedicht vorträgt? Erdogan wurde ja 5 Jahre nach dem umstrittenen Gedicht Präsident. Hält die Bundesregierung es für möglich, dass Böhmermann in 5 Jahren auch Präsident ist? Das ist an dieser Stelle natürlich nicht ganz auszuschließen. Und, was passiert denn dann, wenn Böhmermann sich als Präsident selber beleidigt? Also wenn er als Bundespräsident dem Bundespräsidenten Schrumpelklöten attestiert und er sich dadurch als Präsident selbst beleidigt fühlt und einen entsprechenden Strafantrag gegen sich selbst ermäßigt, dann, wie war noch mal die Frage? Ist denn, ist denn das Gedicht von Erdogan jetzt aus der Sicht der Bundesregierung bewusst verletzend? Man muss das natürlich im satirischen Kontext betrachten, in dem Erdogan sonst seine Kritiker zu benennen pflegt. Ich zitiere ihn wörtlich: Perverser, Blutegel, Meuchelmörder, blutsaugender Vampir, Viruserreger, israelischer. Dieser Sketch entspricht nicht den Maßstäben, die das ZDF an die Qualität von Schmähkritik anlegt. Er wird deswegen nicht ausgestrahlt. Merkel ist schuld am Fanal von Köln. Als Ultima Ratio auch die Schusswaffe einzusetzen ist. Das ist ein Baby. Sag mal, ist das ein Mädchen oder ein Junge? Ich glaube, es ist ein Nazi. Nein. Na gut, es guckt ein bisschen böse. Aber von dämonischer Schönheit, das hört was. Ich probiere mal eine Kontaktaufnahme. Da ist aber jemand am Fremdeln. Vielleicht kein Wunder. Guck mal, hier steht, mein Name ist AfD. Bitte kümmern Sie sich um mich. Ach, das hat die Storch gebracht. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, auf keinen Fall mit ihm reden, das wertet es nur auf. Man muss sie töten, solange sie noch klein sind. Ja, ja. Kompromissvorschlag. Wir ignorieren es einfach. Gut. Und? Ist es noch da? Ja, Gott verdammt, es ist sogar noch größer geworden.
Zu groß für die Babyklappe. Oh. Ja, und was jetzt? Ich fürchte, wir werden damit leben müssen. Ich frage mal, was es will. Ja. Ah, willst du zu Mutti? Merkel muss weg. Na, mit der Forderung passt es doch prima bei euch in die Anstalt. Was soll das denn heißen jetzt? Ja, vielleicht ist es ja euer Kind. Bitte? Ich meine, für euch Kabarettisten ist doch Politik mittlerweile auch nur noch mein Witz. Also, Entschuldigung, als ob wir schuld wären an der Politikverdrossenheit. Das steht an der Lügenpresse. Das ist ja euer Spezialthema. Also, Moment, ja, wir machen Medienkritik, ja, aber nicht so platt. Wir machen das differenziert mit so einer Tafel und Pfeilen drauf, ne? Ja, ja. Mich erinnert es ja eher an den Rating. Ja. Ja, die AfD, das ist doch so eine Apo von rechts, oder? Das wäre doch typisch Alt-68er. Keine Haare am Kopf, aber immer gegen die Elite poltern. Das ist eine unverschämte Diskriminierung. Ja, nur weil wir damals gegrölt haben, Nazis raus, bin ich doch jetzt nicht dafür verantwortlich, dass es wieder rein will. Vielleicht ist aber auch das Ausland schuld. Moment. Was wollen Sie damit andeuten? Na, ist ja nicht das erste Mal, dass was aus Österreich kommt. Ich meine, was gleichzeitig erfolgreich und widerlich ist. Hitler, Haider, Red Bull. Moment. Schmähkritik bitte einem aus Wien überlassen. Wir machen das psychoanalytisch, wir suchen das Gespräch. Oder auch nicht. Ja, Herr Dorfer, Sie hatten noch in Österreich auch Probleme mit so einem kleinen Ding, diese FPÖ. Ja. Wie haben Sie denn das gelöst? Drei-Stufen-Plan. Ignorieren, imitieren, koalieren. Und? Extrem erfolgreich. Heute ist die FPÖ die stärkste Partei und stellt vielleicht den Bundespräsidenten. Wenn keiner von uns der Vater ist, vielleicht ist ja dann jemand die Mutter. Na, wer hat's entbunden? Also, wir Schweizer sicher nicht. Nur weil alle anderen uns alles nachmachen und jetzt auch noch das Volk abstimmen lassen. Ja, gegen Minarette, nicht wahr? Machen wir doch einfach mal einen Test. Oh ja. Schauen Sie mal, ich habe hier ein Moschee-Mobile. Gucken wir doch mal, nicht wahr? Ja. Ah! Tatsächlich Reflexe wie die SVP. Es riecht auch so ähnlich. Aber nee, ich glaub, das braucht eine neue Windel. Was schauen Sie jetzt mich so an? Ja, ich werde mit diesem Kind nicht zusammenarbeiten. Ich werde mich von AfD distanzieren. Ich werde seinen Forderungen auch nicht nachkommen. Den braunen Dreck in der Windel soll es selber wegmachen. Also ich riech nichts. Wirklich nicht? Na, man gewöhnt sich dran. Es gab ziemlichen Stunk, als die FPÖ bei uns in die Regierung gekommen ist. Es gab sogar diese EU-Sanktionen 2000 gegen Österreich wegen Fremdenfeindlichkeit. Heute gehört Fremdenfeindlichkeit dazu, um in der EU regieren zu können. Kann man denn gegen Rechtspopulisten gar nichts unternehmen? In Einzelfällen hilft es, wenn man ihnen ein schnelles Auto gibt. Neulich bin ich auf einer Bananenschale ausgerutscht. Ich dachte mir nur, scheiß Afrika, hey, geht's eigentlich noch? Ich hätte ja gerne so richtig was gegen Ausländer. So eine schöne Portion Hass gegen alle, die mir das Gefühl geben, dass so eine Gesellschaft nicht nur ich bin. Ausländer, Juden, schwule, schwarze Juden sowieso, da müssen wir gar nicht erst anfangen, Muslimen, Linkshänder, die Farbe Rot, Frauen in Führungspositionen, der Buchstabe Y, Obst, Leute mit Behinderung, Leute allgemein, Leute, die Game of Thrones spoilern, schwarze Juden, die Game of Thrones spoilern, einfach alle Leute, Plattentektonik, Kinder von mongoloiden Cracknutten und alle, die mich spüren lassen, dass so ein menschliches Zusammenleben viel schöner und komplizierter ist als alles, was ich mir jemals vorstellen könnte. Das wäre so geil, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt wäre, Angst vor Veränderungen zu haben und in mir drin so eine schöne Wut gegen alles, das ich weder kenne noch verstehe. Dann hätte ich gerade eine voll geile Zeit in Europa.
Dann könnte ich Kabarett von rechts machen. Das wäre zwar nicht lustig, aber dafür scheiße. Kennen Sie Flüchtling? Wissen Sie, wo mein Flüchtling jeweils seine Fernbedienung aufbewahrt? Nirgends. Der hat nämlich gar keinen Fernseher. Dann könnte ich mich vor so eine schöne, hetzerische Plakatwand stellen und sagen, Recht haben die. Ich bin nämlich gar nicht schuld dran, dass mein Leben total leer ist und ich komplett bedeutungslos. Das ist doch mal ein Plakat. Endlich sagt's mal einer. Erst gendern uns die Gutmenschen hier das ganze Wörterbuch durch und dann darf ich nicht mal mehr Flüchtlingsheime anzünden. Ich meine, irgendwo hört's doch auch auf mit der Political Correctness. Stimmt's, Deutschland? Aber dieses ganze linke Weltverbesserungsgeschwurbel, wo man dann erstmal überlegen muss, was die Message ist, wo die wollen, dass man selber denkt. Hey, hallo? Denken ist voll wack, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will nicht denken. Ich will ein Reihenhaus mit 5 Zimmern und Einbauküche. Ich will das neue iPhone und Milch, die länger haltbar ist als die Kuh, aus der sie gekommen ist. Gebt mir was Konkretes, was mit Substanz. Im Emotionsschnickschnack-Schnuck schlägt Angst, Hoffnung jedes Mal. Aber diese Linken, was wollen die überhaupt Cooles auf ein Plakat drucken lassen? Ein Bild von einem gemeinsamen Miteinander? Oder ein Foto von 12 enthemmten Sozialpädagogen, die um ein Lagerfeuer sitzen und Harry Belafonte trällern? Da sitzen im Propagandateam dann so Leute, die Dinge sagen wie, man sieht nur mit dem Herzen gut oder F gleich M mal A oder einfach mal die Seele baumeln lassen. Was wäre meine Seele, ein alter Hoden? Wenn ich eine Seele habe, will ich doch nicht, dass die baumelt. Dann will ich, dass sie schön, straff, eingepackt ist und nur genau dort rumseelt, wo sie soll. In der Realität darf nichts baumeln. Die Realität ist scheiße. Aber in der Realität kann man wählen. Und wählen ist genau wie menstruieren. Voll unangenehm. Aber wenn man es macht, dann kommt in Zukunft wenigstens nichts total Anstrengendes auf einen zu. Ja, ja, das, ja. Bundesamt für Verfassungsschutz, ja. Wer will mich sprechen? Der Pressesprecher der AfD. Was ist das denn dann? Lügenpressesprecher. Schicken Sie ihn rein. Guten Tag. Ja, was ist das? Das ist eine Mappe. Da geht es um einen Artikel. Ah, mein Präsident, Herr Maaßen, der oberste Verfassungsschützer, der Bericht, in dem er erklärt, dass die AfD nicht zu beobachten ist, weil es in der Partei keine Rechtsextreme gäbe, die steuernden Einfluss hätten. Ja? Ich mache mir Sorgen. Verstehen Sie, wir sind eine brandgefährliche Partei für die Bundesrepublik Deutschland und Sie beobachten uns nicht. Ich dachte, Sie sind der AfD-Pressesprecher. Es klingt ja fast so, als ob Sie beobachtet werden wollen. Natürlich. Hören Sie mal, ich muss für die Bundestagswahl 2017, muss ich verdammt noch mal diese ganzen Protestwähler mobilisieren, die gegen das System sind. Was glauben Sie, die nehmen uns ja natürlich erst ernst, wenn wir vom Bundesamt für Verfassungsschutz auch beobachtet werden. Also beobachten Sie uns. Ja, wir können jetzt nicht jeden wildgeborenen Schützenverein beobachten. Also, Sie wollen sich ja wohl nicht mit den harten Jungs von der NPD vergleichen, was? Pass mal auf, ich lese Ihnen mal was vor. Von der NPD unterscheidet die AfD sich vornehmlich durch das bürgerliche Unterstützerumfeld, nicht so sehr durch Inhalte. Na? Die Taz kann ich auch selber lesen. Hören Sie, das hat nicht die Taz geschrieben, sondern ein AfD-Politiker aus Baden-Württemberg. Hier, Dubravko Mandic. Na, der Mann muss das sagen. Der ist Rechtsanwalt. Aber sonst habe ich von dem noch nie gehört. Okay, passen Sie auf. Von dem haben Sie bestimmt schon gehört. Björn Höcke, das ist unser bester Mann. Hier, Thüringen, AfD-Landesvorsitz. Und der Mann, an dem kommt im Moment an der AfD keiner mehr vorbei. Wer Karriere machen will, muss an ihm vorbei. Und dieser Mann, das ist das Tolle, voll ausgebildeter Rassist. Hier steht er als Lehrer für Geschichte. Das macht es ja so schlimm. Er handelt mit Vorsatz. Verstehen Sie, er erzählt die ganze Zeit Geschichten vom Widerstand gegen die Auflösung Deutschlands. Und dann träumt er von einer Tatelite. Endlich mal ein Politiker, der zupackt. Nein, Tatelite. Wissen Sie, in der Geschichte, wer sich selbst als Tatelite bezeichnet hat? Die SS. Die SS! Na, vielleicht ist es in einem Geschichtsunterricht nur bis 33 gekommen. Okay, pass Sie auf.
Höcke macht das doch nicht alles aus Zufall. Höcke hat neulich, das müssen Sie, der hat eine Rede gehalten, hat gesagt, der Afrikaner an und für sich, ja, würde sich so schnell und übermäßig vermehren, weil, pass auf, er zum Ausbreitungstypus R gehört oder Fortpflanzungstypus, irgend so ein. Gehört er nicht? Nein. Biologen bezeichnen damit Mikroben und Ratten. Das ist Rassismus. Sie meinen rassistischer als ein Tiervergleich. Das geht doch nicht. Kommen Sie, beobachten Sie uns. Also ich habe gelesen, dass Frauke Petri im Spiegel gesagt hat, er hätte sich entschuldigt. Naja, passen Sie auf. Er hat das viel geschickter gemacht. Er hat geschrieben, ich bedauere, wenn meine Aussagen zu Fehldeutungen geführt haben. Das heißt, er bedauert nicht, die Aussagen gemacht zu haben? Sondern nur, dass sie so verstanden wurden, wie sie gemeint waren. Der Mann kann gar kein Rassist sein. Wieso denn nicht? Ja, Ihr Fraktionschef in Baden-Württemberg, der Professor Jörg Meuthen, der hat gesagt, Höcke sei kein Rassist. Zitat, mit einem Rassisten wäre ich in keiner Partei. Sehen Sie, da müssen Sie mir schon was Besseres liefern als jemanden, der in Biologie noch schlechter ist als Sarrazin. Okay, also hör mal auf, ich hab was. Ja. Sie sind ein harter Hund, aber ich habe jemanden, pass auf, was ist, wenn ich Ihnen erzähle, was das Höcke nur quasi eine Art Einfallstor ist für eine neurechte Ideologie in die AfD? Ha, wer ist das denn? Das ist Götz Kubitschek. Was macht er denn da mit der Ziege? Weiß ich nicht, er melkt sie, oder? Ziegen kann man auch melken? Erstaunlich vielseitig, diese Tiere. Kann ich das Foto haben? Zur Beobachtung. Hören Sie, Götz Kubitschek ist ein neurechter Verleger und, pass auf, Dudes-Freund von Höcke. Ach, Dudes-Freund, das heißt auch nichts. Doch, das heißt was, wenn man weiß, dass Kubitschek seine eigene Ehefrau zu Hause sitzt. Das mache ich auch. Seit der Scheidung. Hier steht, Kubitschek ist gar nicht Mitglied der AfD. Ach, das muss er auch gar nicht. Er versorgt die AfD-Parteimitglieder mit völkischen Pamphleten wie dieser Zeitschrift Sezession. Er brüstet sich, dass er massenhaft AfD-Mitglieder in seiner Ideologie geschult hat. Dazu hat er eigens das Institut für Staatspolitik gegründet, wo wiederum, jetzt halten Sie sich fest, Höcke seine Afrika-rassistische Rede gehalten hat. Wenn das kein Netzwerk ist, beobachten Sie uns. Das klingt ja alles ganz interessant, aber was hat das jetzt mit der Ziege zu tun? Nichts, sondern mit einer Ideologie, die versucht wird, über Höcke in die AfD einzuspeisen. Ach, und welche Ideologie? Eine völkische. Verstehen Sie, man träumt von einem reinen Deutschland, das sich mit anderen Völkern nicht vermischen darf. Ja, was ist denn dann mit den Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserem Land leben? Sehen Sie, Kubitschek sagt, dass Deutsche mit ausländischen Wurzeln nur dann Deutsche werden können, wenn sie bereit sind, sich für Deutschland erschießen zu lassen. Was, also nur ein toter Migrant ist ein guter Deutscher? Das ist die Einbürgerungspolitik, von der die Neurechten träumen. Wie soll das umgesetzt werden? Na, sehen Sie, Kubitschek hasst Parteiarbeit. Er will eine nationale Bewegung. Ja, aber die AfD ist doch eine Partei. Noch. Was ist das denn? Das ist die Erfurter Resolution. Höcke, die Bauchrednerpuppe von Kubitschek, will aus der Partei eine nationale Widerstandsbewegung gegen die Aushöhlung der Identität Deutschlands machen. Er spricht von Fundamentalopposition. Fraktionen, das sind für ihn nur Geldquellen. Mensch, merken Sie hier nicht, was das ist? Ein Angriff auf das parlamentarische System, das Sie vorzugeben, zu schützen. Beobachten Sie uns endlich. Also das mit der Ziege ist ja ganz interessant, aber der Rest... Hören Sie, was sollen wir denn noch alles machen? Europaweit vernetzen wir uns, SVP, FPÖ, Front National und Sie sitzen... Moment mal, Front National, die haben eine antikapitalistische Wirtschaftsposition. Ja, meinetwegen, also... Diese Leute wollen eine Verstaatlichung der Banken, ja, eine Kontrolle der Kapitalverkehrsströme, das Zerschlagen des Finanzmarktes. Das ist mir doch egal. Das ist Linksextremismus. Und mit diesen Leuten stehen Sie in Verbindung? Ja. Warum sagen Sie das nicht gleich? Ich brauche Namen, Adresse, Telefonnummern, Es ist so schwierig geworden. Was ist links, was ist rechts, was ist die Wahrheit, was sind westliche Werte? Wir kriegen in Österreich jetzt vielleicht einen blauen Bundespräsidenten. Sie müssen wissen, bei uns in Österreich hat der Bundespräsident keine Kompetenzen. Es ist mehr sein Grüß Gott, August. Und es war lustig, als unser Bundespräsident sich getroffen hat mit dem Dalai Lama und schnell wurde ein gemeinsames Thema gefunden, nämlich wie spürt sich das an, wenn man im eigenen Land nichts zu reden hat. Und
Man wählt also jemanden aus Protest in eine Position, wo er nichts zu sagen hat. Das ist ja fast schon wieder links. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Vielleicht ist die Wahrheit wirklich subjektiv und jeder, jede hat recht, besonders ich. Sie kennen sicher diesen dummen Spruch aus der Psycho-Ecke. Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Schwachsinn. Wenn die Wahrheit wirklich subjektiv wäre, wieso weiß dann jeder, der vor einer Pissrinne steht, dass er nicht am Damenklo ist? Vielleicht ist es noch einfacher. Vielleicht gibt es einfach nur nichts. Vielleicht gibt es Österreich gar nicht. Ich denke mal, das jedes Mal, wenn ich vor einem Globus stehe, das gibt es ja nicht. Das muss ja irgendwo sein. Lustig, dass bei dieser Pointe das Schweizer Publikum auch immer lacht. Ne? Immer gewusst, dass die Schweizer ganz eigene Landkarten haben, besonders moralisch. Ne? Über die Schweiz lasse ich nichts kommen, ist mein liebster Schurkenstaat. Vielleicht denkt sich uns nur einer, es gibt so Kranke. Vielleicht sind wir nur der Traum von irgendjemandem, der gerade ein schlechtes Sushi gegessen hat. Und wenn er jetzt aufwacht, gibt es uns plötzlich alle nicht mehr, zerfallen zu Staub. Und er geht sich einfach rasieren. Was ist wirklich wahr? Die Wahrheit ist längst nicht mehr satiretauglich. Weil was ist die Wahrheit? In Wahrheit müssten wir täglich eine Kerze anzünden aus Dankbarkeit, dass es Putin gibt. Und traurig sein, dass es Saddam und Gaddafi nicht mehr gibt. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass jemand, der mit einer Ärztin, Lehrerin, Richterin nicht spricht, weil sie eine Frau ist, dass dieser jemand hier genau falsch ist. Das ist die Wahrheit. Und jetzt werden einige sagen, das könnte jemand vom Pegida auch sagen. Mag sein, mag sein, mag sein. Ich habe zu Hause einen Tisch aus Eiche und eine Eingangstür aus Eiche. Fast baugleich, fast identisch. Seltsamerweise frühstücke ich niemals auf der Eingangstür. Also benutzen wir doch endlich unseren Verstand und lassen wir diese ideologische Scheiße hinter uns. Weil wenn die Wahrheit nicht mehr satiretauglich ist, dann ist Satire nur mehr plausibel. Also das, was man gerne hört. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir uns wieder mal solidarisieren gegen das Böse an sich mit unseren iPads, dann sollten wir uns eine Frage nicht stellen. Nämlich wer uns wo unter welchen Umständen dieses iPad zusammengebaut hat. Und plötzlich fällt mir Weizsäcker ein, der gesagt hat, die Naturwissenschaften verdanken ihre großen Erfolge genau den Fragen, die sie nicht stellen. Und genauso ist es bei den westlichen Werten. Gute Nacht. Ah! Der Kollege von der SPD. Union. Sagen Sie eine Frage. Können Sie sich das erklären? Nein, absolut nicht. Was genau? Diese Wählerwanderung. Sehen Sie, eine Wohltat nach der anderen geben wir aus und dann wählen diese Arbeitnehmer und Arbeitslosen AfD. Was macht denn Ihre Partei dagegen? Gar nichts. Wir haben ja alles richtig gemacht. Deutschland geht es gut. Und Sie? Wir haben auch alles richtig gemacht. Das merkt nur keiner. Ja. Sigmar Gabriel hat uns deswegen eine Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, wir müssen jetzt raus ins Leben, dahin, wo es brodelt, riecht und gelegentlich auch stinkt. Meinen Sie uns? Ich glaube schon. Schauen Sie mal, die kleinen Lügen Leute. Lügen haben kurze Beine. Das heißt, Volksparteien mal zum gemeinen Volk hingehen. Nein, ich will weiter die Mitte suchen. Jetzt kommen Sie. Hallo, ihr kleinen Leute. Na, wir haben uns ja lange nicht gesehen, ha? Ihr seid aber groß geworden. Hallo, die Herren von den Volksparteien. Ihr seid aber schmal geworden. Was wollt ihr denn? Stimmen? Nein. Hätten Sie welche? Ja. Stimmen für die Altparteien niemals! Okay, gut, dass Sie das so offen ansprechen. Sehen Sie, wir sind ja hier, um Vorurteile abzubauen. Erst bauen Sie den Sozialstaat ab und dann auch noch die Vorurteile. Am Schluss bleibt uns gar nichts mehr außer Angst. Die Fremden nehmen unsere Ängste weg! Ihr da oben macht doch, was ihr wollt! Also, das ist nicht ganz richtig. Sehen Sie, wir haben ja jetzt zum Beispiel den Mindestlohn eingeführt, extra für Sie. Ja, nachdem ihr vorher den Niedriglohnsektor eingeführt habt, extra für uns. Die Fremden nehmen uns den Abstieg weg! Das ist doch Populismus. Wir sind populistisch! Natürlich. Ja. Alles, was über Ihre Forderungen hinausgeht, ist doch Populismus. Sehen Sie, das habe ich nicht so gemeint. Wir sind ja jetzt hier, um herauszufinden, warum für Sie die AfD so attraktiv ist. Ja, die AfD ist zum Beispiel im Gegensatz zu Ihrer SPD konsequent gegen TTIP. Ja. Oh, und
Warum hat dann im Europaparlament eine Mehrheit der AfD-Mitglieder für TTIP gestimmt? Was war das denn? Eine Mehrheit für TTIP gestimmt? Die AfD ist wenigstens als einzige konsequent gegen eine Demütigung Russlands. Mhm. Und warum hat dann eine Mehrheit der AfD-Abgeordneten im Europaparlament für Sanktionen gegen Russland gestimmt? Die AfD ist die Partei des kleinen Mannes! Mhm. Und warum ist sie dann für Steuererleichterung für Reiche? Was? Wir sind für Steuererleichterung für Reiche? Warum wählen Sie Parteien, die gegen Ihre Interessen sind? Wir haben jahrelang Parteien gewählt, die für unsere Interessen waren. Das hat auch nichts gebracht. Interessen weg! Herr Kollege, ich habe das Gefühl, diese kleinen Leute interessieren sich nicht so sehr für ihre Interessen, sondern mehr für ihre Ressentiments. Je schlechter es uns geht, desto rechter werden wir. Da kann man auch nichts machen. Sorry. Das ist falsch. Alle Untersuchungen zeigen, Sie wählen gar nicht rechts, weil es Ihnen schlecht geht. Ah, ne? Ja, ich wüsste auch gerne, warum ich rechts wähle. Sehen Sie, weil Sie das Gefühl haben, benachteiligt zu werden gegenüber geflüchteten Menschen, was oft eine Einbildung ist. Ich lasse mir meine Einbildung nicht von der Realität kaputt machen. Fassadendemokratie, seid so alle gleich! Also so ist das doch nicht. Wir, die großen Volksparteien, wir streiten durchaus. Nicht? Wir haben neulich haben wir erst gestritten über die Rente. Oh, was haben wir uns gezofft, nicht wahr? Mein Kollege von der SPD wollte ja die Rente für arme Menschen annehmen durch eine Lebensleistungsrente. Und da haben Sie natürlich gesagt, nein, das widerspricht dem Leistungsprinzip. Oh ja, wir großen Parteien, wir haben riesige Unterschiede. Ja, ja. Ich habe da mal nachgerechnet und in Wirklichkeit unterscheiden Sie sich bei der Lebensleistungsrente um genau 9 Euro. Für 9 Euro ein Staatstheater, wo gibt's sowas? Wieso stärken Sie nicht einfach die gesetzliche Rente? Das ist doch Populismus. Ja. Man kann das gesetzliche Rentenniveau nicht einfach so anheben, nicht wahr? Wegen der Demografie. Ja, aber wenn die AfD bei 13% steht, dann kann plötzlich Horst Seehofer die Rente anheben und Andrea Nahles will es auch. Ja, cool, dann haben wir ja richtig gewählt. Das haben Sie nicht. Nein. Warum nicht? Weil die AfD rassistisch ist. Was, wir sind rassistisch? Moment, wenn ich das jetzt richtig zusammenfange. Sie haben aus Angst vor der AfD das Asylgesetz zur Unkenntlichkeit verschärft. Stimmt das? Und mittels ausländischer Despoten die Zahl der Fremden gesenkt. Das ist genau das, was wir wollen. Insofern haben wir völlig richtig gewählt, oder? Ich kann mit diesem Volk einfach nicht zusammenarbeiten. Sieh, sie, ich auch nicht. Wir suchen uns ein neues. Wissen Sie, man muss das auch mal so sehen, wir kämpfen bei unseren Spitzenpolitikern auch mit Integrationsproblemen. Es ist ja so, wir haben 89 bei der Wende ja auch die Situation gehabt, ähnlich wie heute. Da sind Millionen Menschen zu uns gekommen, die haben ihre Heimat verlassen und die wollten ja ankommen. Die wollten was aufbauen, die wollten ehrgeizig, die haben teilweise die höchsten Ämter des Staates angestrebt und so ist es ja gekommen. Wir haben jetzt einen Bundespräsidenten, der ist gelernter Pfarrer aus Rostock. Und wir haben eine Bundeskanzlerin, das ist eine gelernte Pfarrerstochter aus Templin. Wir sind quasi ein Gottesstaat. Ja? Ja. Das ist eine Erkenntnis, die ich dem Kollegen Jess Jochensen verdanke. Ich habe darüber nachgedacht. Es stimmt, wir sind ein Gottesstaat mit Predigern aus dem Nahen Osten. Ja. Was ist dabei rausgekommen? Jetzt gehen schon wieder Hunderte von Flüchtlingen im Mittelmeer unter. Man kann es auch so sagen, da wird gerade unsere wunderbare Willkommenskultur baden gehen. Aus Angela Merkels, wir schaffen, es ist längst ein, wir schaffen das Asylrecht ab geworden. Und Sultan Erdogan hilft uns dabei. Wie er das macht, wollen wir im Einzelnen gar nicht so genau wissen. Angela Merkel führt uns die Vorzeigezeltlager vor. Aber Human Rights Watch hat uns informiert, die Türkei schießt auf Syrer, die in die Türkei fliehen wollen. Ha, da werden die kühnsten Träume von Frauke Petri Wirklichkeit. Und warum machen wir das? Weil Angela Merkel und Konsorten die Angst vor eben dieser AfD in den Knochen steckt.
weil diese AfD die drittstärkste Partei im Land ist. Und da machen unsere Politiker ganz einfach mal aus Angst vor dieser AfD einfach die Politik der AfD. Das ist Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Ja. Ja. Klar, dahinter steckt natürlich die Angst, je mehr Fremde, desto mehr Fremden hast. Aber das ist doch Quatsch. In Dresden treibt es die Pegidas auf die Straße aus Angst vor dem Islam und da leben kaum Muslime. Ganz Sachsen ist doch hoffnungslos unterfremdet. Die Polen haben es auch so geschafft, ohne Flüchtlinge einen strammen Rechtsruck hinzulegen. Und in den USA, da gelingt es unserem Onkel Donald Trump lediglich mit einer Welle heißer Luft voll Fremdenhass sein Toupet aufzuföhnen. Ja, vielleicht liegt nicht. Ja. Vielleicht liegt es ja gar nicht an den Fremden, dieser Rechtsruck. Vielleicht ist das ja doch eine Folge der Finanzkrise. Die Leute haben doch Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Und das stimmt doch auch. Ja, wir in einem der reichsten und produktivsten Länder der Erde, da stehen Millionen Rentner vor der Altersarmut. Der Staat schmeißt Hunderte von Milliarden in die Rettung der Banken, aber er hat keine 28 Milliarden, um das Rentenniveau wenigstens auf 50% zu halten. Das ist doch unglaublich, ja, das kann man doch, ja, natürlich, da kann man dann immer mal sagen, ja, das Geld ist knapp, das wissen wir schon lange, das Geld ist knapp, die Phönizier haben das Geld erfunden, wir fragen bis heute, warum so wenig? Ja, und dann passiert es dann natürlich ganz schnell, ja, natürlich, ganz schnell passiert es, dass diejenigen für das Elend verantwortlich gemacht werden, die anders aussehen und von woanders herkommen. Das passiert ja ganz schnell, das kennen wir ja. Nach Inflation und Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, da kam es auch zum Rechtsruck und da wurde den armen Leuten alles genommen. Und dann kamen irgendwelche Idioten, die haben gesagt, die Juden, das ist das Unglück, so ein Unsinn. Heute wissen wir, der Antisemitismus konnte in Deutschland auch nicht durch den Mord an 6 Millionen Juden ausgerottet werden. Hören wir doch auf zu glauben, wir können den Fremdenhass ertränken, indem wir die Flüchtlinge untergehen lassen. Das müssten doch unsere ach so christlichen und sozialen Parteien endlich mal kapieren, oder? Frau Dr. Merkel, es freut mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier zusammen mit der CSU-Zukunftskommission das neue Integrationsgesetz einmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich begrüße an dieser Stelle auch Professor Dr. 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 Phil H.C. Arnulf Ratting vom Niederbayerischen Philologenverband, der diesen Testlauf protokollieren wird. Soll ich das auch aufschreiben? Na, das sind ja Sie selber. Ach so. Und dann an der Stelle begrüße ich noch herzlich die Integrationspflichtigen. Servus. Grüezi. Das sind aber komische Syrer. Was? Na, ach so. Na, der Herr Dorfer ist Österreicher und die Frau Brugger ist Schweizerin. Aha. Ja, wir haben uns halt gedacht, wir fangen bei der Integration einmal klein an. Da haben sich ein Österreicher und eine Schweizerin ausgesucht, ob wir das schaffen werden. Also, aber ich meine, Sie, okay, ja, Sie, Entschuldigung, aber Sie sagen doch immer, wir schaffen das. Das war ironisch gemeint. Also, okay. So, jetzt zu Ihnen, liebe zukünftige Mitbürger und Mitbürgerinnen. Schön, dass Sie sich bei uns integrieren lassen wollen. Müssen. Wir haben ja für eine erfolgreiche Integration alle Voraussetzungen geschaffen. Die Ausländer haben wir jetzt. Strafen haben wir auch. Also falls sich jemand nicht integrieren möchte, jetzt müssen wir nur rausfinden, worein sie sich integrieren müssen. Ja, das ist doch völlig klar. Ich meine, in die deutsche Leitkultur natürlich. Ja, das ist gut. Schreiben Sie auf, in die deutsche Leitkultur integrieren. Ganz genau. Ja. Entschuldigung, wir haben alle großen Deutschen studiert, Goethe, Schiller und Rudi Carell. Und was ist diese deutsche Leitkultur eigentlich?
Ja, nun, meine Herren, das kann jetzt nicht so schwer sein, oder? Was ist denn typisch für die deutsche Kultur? Ja, was schauen Sie denn mich so an? Das müssen doch die wissen, ich bin ja schon drin. Darf ich mal einen Vorschlag machen? Ja, sehr gerne. Pünktlichkeit. Ist sehr gut. Das ist gut, das ist so. Schreiben Sie auf, Pünktlichkeit, das ist doch eine schöne, typisch deutsche Errungenschaft. Ja? Meinen Sie so pünktlich wie die Schweizerische Bundesbahn? Ja gut, schreiben Sie vielleicht technische Präzision. Das trifft, ja? So präzise zum Beispiel wie ein Schweizer Uhrwerk. Gut, Höflichkeit wäre doch ganz hübsch. Ja? Höflich. Ich möchte nicht respektlos sein, aber von außen betrachtet fällt einem bei Höflichkeit nicht zuerst Deutschland ein. Ecki, legst mir doch am Arsch. Ah, was? Was? Was sagen wollte. Das ist doch. Ja, dann streiche ich jetzt Pünktlichkeit, Höflichkeit und Präzision. Ja. Gut, ja, vielleicht kommen wir ja über das Bild des Deutschen im Ausland zu einer typischen deutschen Leitkultur. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Und es geht auch relativ schnell, nicht wahr? Denn ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, das Bild der Deutschen im Ausland, das sind einmal wir. Nicht wahr? Bayern, Bier, Berge. Ich möchte ungern kleinlich sein, aber aus der Perspektive von unserem Matterhorn sieht Ihre Zugspitze aus wie ein Muckenfurz. Und wie genau integriert man sich in einen Berg? Besteigt man den und gibt es einen Beleidigungsparagrafen, den keiner kennt? Also, es sind jetzt nicht nur Berge, ne? Wir haben ja noch haufenweise andere. Wir haben ja auch noch zum Beispiel also Lederhosen und Dirndl. Ne? Eine von unten, seit Jahrhunderten gewachsene Kultur. Also, so weit von unten war jetzt das meiner Meinung nach und meines Wissens auch nicht, weil ich habe hier aufgeschrieben, 1853 hat der bayerische König das zur Hebung des Nationalgefühls angeordnet, dass Leute kurze Hosen tragen müssen. Und Dirndl? Das wurde von jüdischen Kaufleuten aus Bielefeld erfunden, bevor sie von den Nazis vertrieben worden sind. Es bleibt immer noch das Bier. Lustig, das stammt aus Babylon vor 10.000 Jahren, arabischer Raum, es ist lustig, ne? Dann streiche ich jetzt Bayern. Ja. Was ist denn das? Da gehst du noch ab. Da handel du, pass auf, du. Pass mal auf, du. Ich sag's Ihnen gleich, das bedeutet Krieg, gell? Ja, jetzt setz dich mal wieder hin, du Seppel. Also, die deutsche Leitkultur erschöpft sich ja nicht nur darin, Menschen in kurze Hosen zu stopfen. Genau. Sondern? Sondern auch in kurzen Hosen unsere deutschen Werte zu akzeptieren. Und die sind? Ah, Schweinefleisch zum Beispiel. Wie akzeptiere ich Schweinefleisch? Indem man Menschen, die Schweinefleisch essen, nicht diskriminiert. Also daneben zu sitzen, ohne mitzuessen, ist okay? Nein, das wäre ja passive Akzeptanz. Also, das wäre ja, da ließe den Verdacht einer heimlichen Missbilligung aufkommen. Also soll ich einfach auch mal einen Biss nehmen? Na, ist ja mein Schweinefleisch. Jetzt schreib mal dein, hey, Schweinefleisch ist ein Wert an sich. Ja. Und wenn mir meine Religion, sagen wir, Schweinefleisch verbietet? Ja, die Integration muss Ihnen schon ein bisschen wehtun. Sonst ist es ja keine Leistung, ne? Sonst sind sie ja einfach nur hier. Ja, gut. Wir haben ja jetzt noch mehr im Angebot, ne, als Schweinefleisch. Wir haben ja auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Beide stößt dem Muslim sauer auf. Und die Achtung vor dem deutschen Grundgesetz. Aber wozu brauchen wir dann die Leitkultur, wenn wir eh das Grundgesetz haben? Ja, also so einfach ist es nun nicht. Man kann ja auch gesetzestreu leben, ohne den Inhalt des Rechtes zu bejahen. Okay. Verstehen Sie, wenn jetzt zum Beispiel ein Engländer hierher käme und sich streng an den Rechtsverkehr hält, das macht ihn ja noch nicht zum Deutschen. Weil es ja, er könnte ja heimlich im Inneren noch dem Linksverkehr huldigen. Aber ist es für einen unfallfreien Verkehr nicht wurscht, mit welcher inneren Einstellung ich die Straßenverkehrsordnung beachte? Nein! Sie müssen den Rechtsverkehr lieben mit all Ihrer Seele, sonst dürfen Sie nicht mitfahren.
dann streiche ich jetzt Höflichkeit nochmal. Ach, das. Also, es ist doch jetzt so schwer. Sie müssen heute die demokratischen Werte kennen und auch leben. Ja, aber ist es nicht ein bisschen schwierig, solche Werte zu leben, wenn man nicht einmal mitwählen darf, so als Nicht-EUler? Aus der Sicht der Flüchtlinge zum Beispiel, also wenn ich nicht arbeiten darf und nicht teilhaben kann, wie akzeptiere ich dann die Werte? Ja, das ist halt das Besondere an der deutschen Leitkultur, nicht wahr, dass Ausländer da halt nicht mitmachen dürfen. Das heißt, ich akzeptiere Demokratie, indem ich nicht teilnehmen darf. Also schöner hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Sagen Sie mal, fassen Sie mal zusammen, was haben wir denn bisher unter deutscher Leitkultur? Ja, wir haben Schweinefleisch und Rechtsverkehr. Aha. Und nicht wählen dürfen, lieben müssen. Ach. Sagen Sie, haben wir nicht noch irgendwo so christlich-jüdische Abendlandwerte rumliegen? Und was ist die Verbindung zwischen christlich-jüdisch und Leitkultur? Ist es vielleicht die Verfolgung? Jetzt lenken Sie mal nicht ab, gell? Also dann streiche ich jetzt Juden. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, nein, wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren auf unser christliches Erbe. Das wäre ja dann die Bergpredigt. Vielleicht kennen Sie das nicht. Das ist also, wenn man auf die eine Wange geschlagen bekommt, muss man auch die Wange, die andere hinhalten. Nicht? Das heißt also, wenn man eine Grenze öffnet, muss man auch... Ja, das ist das Schöne auch an der christlichen Religion, dass man sich da nicht dran halten muss und trotzdem weiter Christ bleibt. Das ist ja letztlich Religionsfreiheit. Also... Dann schreibe ich Toleranz gegenüber der Bergpredigt. Ja, das ist Leitkultur. Ja? Und daran müssen Sie sich halt einfach halten. Ne? Ja, aber das ist ja das Problem. Das können wir leider nicht. Was? Warum? Bitte? Warum? Was? Also, die oder eine für alle verbindlich definierte deutsche Kultur darf es in einem republikanischen Verfassungsstaat nicht geben, sagt Politikwissenschaftler Professor Dieter Oberndörfer. Sehen Sie, das Grundgesetz garantiert gerade eine Vielzahl an verschiedenen Kulturen. Also, eine Vielzahl an Kulturen? Also nein, das sage ich noch mal. Multikulti ist gescheitert. Genau. Ja, wir müssen uns doch vor dem Islam schützen. Nein, 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 nein. Ihr Grundgesetz schützt den einzelnen Bürger. Dem Bürger darf weder die Leitkultur eines fundamentalistischen Moslems noch die Leitkultur eines wild gewordenen CSUlers aufgezwungen werden. Die andere. Das heißt, Ihre Leitkultur ist verfassungswidrig. Also dann streiche ich jetzt die Leitkultur aus der Leitkultur. Ja, das müssen Sie mal. Gut, ich denke, wir werden uns da jetzt vielleicht nicht mehr einig. Aber einig sind wir doch uns vielleicht in dem Punkt, dass allein der Versuch, eine Leitkultur zu definieren, etwas typisch Deutsches ist. Genau, wenigstens das halt. Was denn noch? Der Begriff Leitkultur wurde geprägt von Basam Tibi, einem Soziologen, der ursprünglich zugewandert war aus Syrien. Und was ist jetzt mit uns? Naja, könnten Sie mit Schweinefleisch und Rechtsverkehr leben? Passt, oder? Das dann herzlich passt, oder? Willkommen. Als Ultima Ratio auch die Schusswaffe einzusetzen ist? Die AfD ist immer noch da. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Na, was sagst du? Das Boot ist voll. Das Boot ist schon wieder voll, ha? Ist das Boot schon wieder voll? Ja, ist das Boot schon? Das Boot ist nicht voll! Jetzt hören Sie doch auf, ihm nach dem Mund zu reden. Ja, wenn Sie das Wort Boot benutzen, sind Sie ihm doch schon auf den Leim gegangen. Warum sagen Sie zu einem der reichsten Staaten der Welt Boot? Warum sagen Sie denn nicht Schiff oder Luxusliner? Wie klingt denn das, wenn ein AfD-Mitglied sagt, der Luxusliner ist voll? Ach so. Deswegen Boot, weil da jeder weitere Passagier zum Kentern führen könnte. Genau. Erst benutzen wir Ihre Begriffe und dann machen wir Ihre Politik.
Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom, Flüchtlingsflut. Die Flut kommt, Herr von Wagner, was machen Sie? Abdichten, alles dicht! Okay, also Grenzen dicht? Ja, Grenzen dicht! Nein! Ich möchte, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, willkommen heißen. Versuchen Sie mal mit dem Wort Flut eine menschenfreundliche Politik zu formulieren. Kein Problem. Also, ich öffne die Tür, heiße die Flut willkommen und versuche das Wasser gerecht auf alle freien Zimmer zu verteilen. Es geht nicht. Weil man sich gegen eine Flut eben nur schützen kann, verstehen Sie? Reine Abwehrmaßnahme. Okay. Und Wasser, dafür empfindet man auch kein Mitleid. Und all das trägt zur Entmenschlichung bei, durch Sprache. Und so machen wir die Flüchtlinge nur noch zu einer bedrohlichen Masse. Man hat den AfD-Vize Gauland gefragt, ob er denn kein Mitleid mit Flüchtlingen hätte. Und dann hat er geantwortet, mit Einzelnen bestimmt, aber nicht mit einer ganzen Völkerwanderung. Es kann doch nicht sein, dass wir falsche Entscheidungen für dieses Land treffen, weil Kinderaugen im Fernsehen uns anschauen und sagen, helft uns. Tassi Gauland sagt im Prinzip, dass Mitleid vernünftigen politischen Entscheidungen entgegensteht. Also er sagt im Prinzip, dass man sich bei solchen Entscheidungen nicht von Mitleid oder Kinderaugen anleiten lassen darf. Mhm. Dadurch wird Mitleid zu so einer Art, naja, Schwäche. Mitleid ist Schwäche. Das war das Motto des berüchtigten SS-Aufsehers Stark in Auschwitz. Herr Uthoff, geben Sie mir mal das Kissen. Ja. Wieso, was wollen Sie damit? Sehen Sie, Gauland hat doch gesagt, wir sollen uns von Kinderaugen nicht erweichen lassen. Und jetzt wehret den Anfängen. Nein, ich kann das nicht. Machen Sie nichts raus, Herr von Wagner. Ja, ist doch okay. Sie sind halt nicht Gauland. Ja, weil ich in einem Land, in einer Welt leben möchte, wo man sich von Kinderaugen erweichen lässt. Ja, ich find's schön, dass Sie sich kümmern. Ja. Denn wissen Sie, was das bedeutet? Sie machen jetzt die Windeln. Das war die Anstalt heute mit Hazel Gruger, Alfred Dorfer und Arnold Rating. Danke.